Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Jerome Powell, der Chef der US-amerikanischen Notenbank, hat gestern bei der November-Sitzung eine Zinspause eingelegt. Darauf haben die Börsen freundlich reagiert, wie die Währungen reagiert haben und was das für Sie als Anleger bedeutet. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Köker von der HSBC. Herr Köker, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, hallo. Ja, wir sprechen heute über den FED-Zinsentscheid, eine Zinspause wurde eingelegt und außerdem haben die Marktteilnehmer ja auch noch interpretiert, dass die FED vielleicht auch in der Zukunft mit einigen Zinsschritten noch mal vorsichtiger und zurückhaltender sein könnte. Wie haben Sie die Maßnahmen der FED aufgenommen? Ja, also durchaus vernünftig, würde ich sagen, und auch im Grunde genommen so wie der Gesamtmarkt, der gewisserweise auch erleichtert war. Man muss allerdings auch dazu sagen, es gab schon eine sehr, sehr starke Erwartung seitens der Marktteilnehmer, dass eben das jetzt auch passiert, was eintritt, also dass es zu keiner weiteren Zinserhöhung kommt. Es ging dann also vielmehr darum zu schauen, wie wird der Ausblick sein, welche Äußerungen wird die Notenbank, wird Jerome Powell eben auch von sich geben. Und da gab es natürlich dann auch klare Ansagen, dass er gesagt hat, naja, also wir sind fest entschlossen, die Inflation weiter zu bekämpfen. Das war schon ein sehr, sehr starkes Statement. Das zweite starke Statement war eben, dass er eben nicht sieht, dass es derzeit Spielraum für Zinssenkungen gibt. Weil es gab ja durchaus auch jetzt im Laufe der letzten Wochen und Monate schon Marktteilnehmer, die gesagt haben, wir haben jetzt die Spitze erreicht, jetzt wird es einen Schwenk geben. Und jetzt muss man sagen, jetzt gibt es eine Pause und dass es den Schwenk kurzfristig gibt, das wurde zumindest erstmal von Jerome Powell negiert. Also die Argumente, dass man erstmal zurückhaltender ist, was die Zinsen angeht, aber jetzt auch nicht sagt, okay, wir läuten jetzt die Zinswende ein. Womit rechnen Sie denn als Experte in der Zukunft? Ja, man muss es jetzt erstmal einordnen, was da eigentlich passiert ist in den letzten Monaten. Wir haben ja in 16 Monaten 11 Zinsschritte gesehen. Das ist eines der schnellsten Zinsanstiegsprogramme, wenn man so möchte, der FED jemals gewesen. Wir haben Zinsen auf dem höchsten Niveau seit 20 Jahren. Da ist eine gewisse Mäßigung und eine gewisse Vorsicht natürlich durchaus auch angebracht. Und man wird jetzt eben sehr, sehr stark darauf achten, wie ist das Gleichgewicht zwischen Inflation einerseits, die ist sehr stark schon zurückgekommen in den USA, in dem Bereich von 3-3,5%, auf der einen Seite, und wie verhindert sich das Wirtschaftswachstum? Denn das Wirtschaftswachstum ist überraschend stark noch in den USA, muss man sagen. Also Wirtschaftswachstumsraten von 4-5%, das ist für so eine, ja, ich möchte mal sagen, etablierte Volkswirtschaft wie die USA ist schon ein sehr starker Wert, trotz der aktuell hohen Zinsen. Und jetzt muss man wahrscheinlich erstmal abwarten, wie vielleicht manche Effekte auch mit Zeitverzögerungen sich erst auch noch auf die Inflation auswirken. Mhm. Und deswegen ist es sehr vernünftig. Und ich würde sagen, weitere Zinsanstiege, das ist sicherlich das, wäre die Überraschung. Also der Markt rechnet weiterhin eher damit, dass es eben so bleibt, wie es ist, dass wir die Spitze gesehen haben. Also sollte es zu weiteren Zinsanstiegen kommen, wäre das sicherlich für den Aktienmarkt ein negatives Überraschungsmomentum. Wir persönlich glauben auch eher, dass wir jetzt, sage ich mal, die Spitze auch schon gesehen haben und vielleicht jetzt auf dem Niveau noch mal verharren. Also die Anleger haben die Aussagen von Jerome Powell auf jeden Fall begrüßt. Wir haben hier mal stellvertretend als marktbreiten US-Index den S&P 500 mit dabei. Da sehen wir es auch schon quasi, dass der zuletzt etwas schwächer gelaufen ist, seitdem Jerome Powell bei der Sitzung zuvor gesagt hatte, man hält sich noch alles offen und könnte vielleicht den Zinsen auch noch mal anheben. Jetzt ein bisschen Beruhigung am Aktienmarkt, sehen wir auch am deutschen Aktienmarkt. Jetzt natürlich die Frage, auch mit Bezug auf den S&P 500, ist das jetzt vielleicht der Beginn der Jahresendrallye und inwiefern hat das was mit dem Halloween-Phänomen zu tun? Ja, also wir kommen jetzt natürlich in eine sehr, sehr starke Phase. Man hat es gesehen, die Aussagen haben jetzt erstmal für einen kurzzeitigen, also ich sag mal auf Tagesbasis, Anstieg der Aktienmärkte gesorgt. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Momentaufnahme, aber losgelöst davon, wenn wir mal das ganze währungspolitische Thema kurz ausblenden, dann muss man schon sagen, wir haben jetzt mehrere Faktoren, die gerade vielleicht dafür sprechen, dass wir diese Schwächephase, die wir zuletzt gesehen haben, auch ein bisschen ausbremsen können. Denn jetzt der November und der Dezember, das sind saisonal sehr, sehr starke Monate generell am Aktienmarkt und das gilt auch für den S&P 500. Und ja, mit dem Halloween-Effekt, wir haben ja jetzt gerade Halloween feiern können, hier auch in Deutschland hat man das ja gesehen, da sagt man, dass eben die stärkste Phase, wenn man das auf 12 Monate sich betrachtet, also dass jetzt die 6 stärksten Monate eigentlich beginnen. Das heißt, aus der historischen Rückschau, teilweise sind die Trefferquoten da 70% auch für den November und für den Dezember, kann man schon sagen, hat man Rückenwind. Und was man noch dazu führen kann, ist, auf Basis dieser Entwicklung war zuletzt eben auch das Sentiment, also die Anlegerstimmung sehr, sehr bearish, also sehr, sehr schlecht. Und das ist meistens auch so ein Kontraindikator, dass wenn die Stimmung schlecht ist, das ist ein guter Nährboden dafür, dass dann die Kurse wieder steigen, weil dann eben die Kurse dann auch vielleicht schon ein bisschen runtergekommen sind.
Inwieweit haben die Aussagen von Jerome Powell den Währungsmarkt beeinflusst? Jetzt vor allem mit dem Fokus auf den Euro, US-Dollar, ist ja auch spannend für die Anleger aus Deutschland, die jetzt quasi in den USA investieren möchten. Naja, sie hat ja im Grunde genommen, gibt es jetzt gab es ja eine Phase, in der Dollar relativ stark gewesen ist zum Euro-Dollar. Ja? Also wir hatten teilweise ja ein Niveau unter der Parität, das ist ein Ausdruck für sehr, sehr starken Dollar. Und auch jetzt war es eben so, dass die Aussagen von Jerome Powell sogar eher dazu geführt haben, dass der Dollar ein bisschen schwächer gewesen ist, weil er natürlich gesagt hat, hey, wir schließen diese Maßnahmen nicht aus. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass dieser starke Dollar eben auch daher rührt, dass eben das Zinsniveau in den USA besonders groß ist. Das heißt, es ist natürlich für mich als Anleger attraktiv, mein Geld in den US-amerikanischen Währungsraum zu investieren, weil ich da eben hohe Zinsen kriege, vergleichsweise auch deutlich höher als im Euroraum. Und wenn jetzt irgendwann die Phase eintreten sollte, in der dieses Zinsniveau wieder abschmilzt und auch die Zinsdifferenz zu anderen Währungsräumen kleiner wird, also es ist nicht mehr so viel attraktiver, als mein Geld in die USA zu bringen, als vielleicht hier in Europa zu lassen, dann ist das natürlich für den Dollar eher etwas schlechter, weil dann könnte man erwarten, dass die Euro-Dollar-Notiz vielleicht von 1,06, wo wir gerade ungefähr sehen, vielleicht auch mal Richtung 1,10, 1,15 sich wieder entwickelt. Naja, und das ist natürlich generell dann für Investitionen in den amerikanischen Markt ein bisschen schwierig aus Sicht eines Euro-Investors. Herr Köker, jetzt haben Sie uns quasi zu den aktuellen Entwicklungen am Aktien- und am Währungsmarkt ein Produkt mitgebracht, auf den S&P 500, das vielleicht für den einen oder anderen Anleger auch attraktiv sein könnte. Erzählen Sie uns doch was darüber. Ja, also wir haben ja jetzt so ein paar Argumente ausgetauscht, wo man sagt, es gibt ein gewisses Spannungsverhältnis, wir haben eine saisonal starke Phase, aber gleichzeitig gibt es eben auch die Sorge, dass die Zinsen nochmal angehoben werden, was vielleicht dann für den Aktienmarkt auch eine Belastung sein könnte. Und mit einem Bonuszertifikat auf den S&P 500, also auf den großen amerikanischen Leitindex, habe ich es grundsätzlich erstmal mit einem Wertpapier zu tun, was Risiken rausnehmen soll. Ja? Das kann man daran erkennen, dass so ein Wertpapier einen Sicherheitspuffer, also einen Abstand zu einer sogenannten Barriere von 37% hat. Das heißt, mal in einem Satz gesagt, die Einlösung dieses Wertpapiers ist am Ende nächsten Jahres, also wir reden jetzt über etwa 13, 14 Monate Laufzeit. Und wenn der S&P 500 in dieser Zeit niemals mehr als 37% fällt, genau genommen auf ein Kursniveau von 2.618 Punkten, dann erziele ich hiermit eine PA-Rendite von 7,3%. Das heißt, ich habe hier also eine Idee, mit der ich meine Rendite verstetigen kann. Das heißt, wer auf Sicht von etwas über einem Jahr mit einer Rendite von 7,3% zufrieden wäre, der kann sich sowas mal genauer anschauen, weil man natürlich sagen muss, auch wenn der Markt fallen sollte, also auch wenn wir jetzt nicht diesen saisonalen Rückenwind vielleicht haben, sondern wir haben eben weiter steigende Zinsen in den USA, was den Aktienmarkt belasten könnte, dann steckt dieses Wertpapier 10%, 20%, 30% Kursverlust eben auch weg und kann eben trotzdem dafür sorgen, dass man eine positive Rendite hat. Was man dazu sagen muss, mehr als 7,3% kann ich eben aber nicht bekommen. Also auf der einen Seite der Nachteil, dass quasi die Rendite gedeckelt ist nach oben, aber man hat sich auch teilweise abgesichert. Genau. Welche Vorteile sehen Sie außerdem noch für Anleger mit dem Produkt und welche Risiken vor allem? Also Absicherung ist ein gutes Stichwort, denn der Begriff Quanto, der sich so ein bisschen sperrig anhört, ist ein Signal dafür, dass wir es hier mit einem Wertpapier zu tun haben, was auch eine Währungsabsicherung hat. Das heißt, das Euro-Wechselkursverhältnis zum Dollar wird hier, wenn man so möchte, auf 1:1 festgetackert. Das heißt, ich habe hier also keine Risiken aus der Währung heraus, was wir eben kurz angesprochen haben. Sollte der Dollar jetzt also beispielsweise auf Sicht von einem Jahr schwächer werden, dann ist das, wenn ich jetzt ansonsten, ich sag mal, in einen amerikanischen ETF investiert bin oder in amerikanische Aktien investiert bin, dann kann das eben zu Wertverlusten führen, die auch sonstige positive Renditen überkompensieren können. Und hier eliminiere ich die Währungsrisiken und weiß eben, ich konzentriere mich wirklich nur auf den Kursverlauf des Index und was der Euro zum Dollar macht, vielleicht auch getrieben durch die Veränderung des Zinsniveaus, das kann ich völlig ausblenden. Und da sehen wir eben auch, dass momentan vor dieser unsicheren Lage eben auch bei uns häufiger Vermögensverwalter solche Produkttypen, die eine Währungsabsicherung haben, verstärkt nachfragen. Das ist also vielleicht ein Sicherheitsaspekt, aber klar, sonst haben wir es hier mit einer Inhaberschuldverschreibung von HSBC zu tun. Das heißt, wir haben auch ein Emittentenrisiko. Und natürlich habe ich auch das Risiko, dass der amerikanische Aktienmarkt vielleicht mal einen Crash hat. Das heißt, ich habe hier keine Kapitalgarantie oder sowas. Bei einem sehr, sehr starken Rückgang von über 37% drohen hier eben auch signifikante Kursverluste. Herr Köker, dann vielen lieben Dank, dass Sie uns das Zertifikat vorgestellt haben, nochmal die Vorteile und Nachteile herausgearbeitet haben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder. Gerne.
Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an dem Interview mit Christian Köker von der HSBC. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen für sich und dass Ihre Marktmeinung aufgeht. Ganz viel Spaß und Erfolg beim Investieren. Machen Sie es gut.